Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder ein paar Burger. Wir machen uns heute ein paar Halloween-Burger für die Kiddies. In der einfachen Variante. Ich habe das gesehen gehabt und dachte mir, cool, kein Riesenaufwand, aber sieht trotzdem cool aus. Und den basteln wir heute mal. Wie gesagt, gibt einen einfachen Burger, nichts Wildes, eine schnelle Nummer. Und wir legen jetzt los. Kommt mit. Und hier haben wir unsere Zutaten. Wir brauchen natürlich ein paar Burger Patties. Wir haben jetzt hier Angus Beef, ist schon gesalzen, ist auch schon gepfeffert. Dann haben wir hier ein paar Burger Buns, ein paar Brioche Buns. Dann haben wir hier eine Gewürzgurke, vier Oliven. Damit stellen wir noch was an. Dann haben wir hier ein bisschen Cheddar-Käse, ein bisschen Salat und ein bisschen Zwiebeln. Damit stellen wir auch noch was an. Ja, und hier Soßen, da könnt ihr aber spielen mit was ihr wollt. Das, was eure Kinder gern haben. Ja, das war's in Zutaten auch schon. Wir schneiden uns jetzt die Zwiebeln noch zusammen und dann geht's auch gleich am Grill schon los. Ja, kommt rüber, machen wir zusammen. So, wir müssen jetzt noch hier die Gurke ein bisschen zurechtschneiden und hier die Zwiebel. Die Zwiebel wisst ihr, wie das geht. Ich zeige euch aber später, wie ich das gerne hätte. Bei der Gurke gehen wir jetzt einfach hin und schneiden uns jetzt hier so dünne Scheiben runter. Und passt darauf aus, dass ihr zwei lange, schöne Scheiben rauskriegt. Die werden wir später noch brauchen. So, wir haben jetzt nur eine halbe Zwiebel gemacht. Das langt, glaube ich, für die zwei Burger, für die Kiddies. Wir haben jetzt hier ein paar dünne Halbringe geschnitten. Die kommen so drauf. Und dann haben wir uns hier noch ein paar Augenbrauen geschnitten. Das probieren wir später mal, ob das funktioniert. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten funktioniert das auch ohne. Da habe ich mir einfach jetzt hier so Stücke geschnitten. Probieren wir mal, ob das Ganze klappt. Damit sind die Vorbereitungen auch schon abgeschlossen. Den Salat da, den wasche ich gleich nochmal. Das langweilt euch. Ansonsten müssen wir jetzt nur noch unsere Burger Patties und unsere Buns ein bisschen antoasten. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Und dann geht es heute mehr ums Zusammenbauen. Ja, seht ihr gleich, was wir da machen müssen. Eine Sache habe ich euch jetzt doch noch unterschlagen. Wir haben ja jetzt hier noch unsere Käse und der wäre ja langweilig, wenn wir den so drauf machen würden. Deswegen schneiden wir uns da jetzt ein paar Zähne vorne rein, dass das später aussieht, als wenn wir da einen Zahnkäse hätten. Deswegen wird der heute auch nicht mit auf das Patty wandern, auf dem Grill, sondern erst danach wieder zusammenkommen. Jetzt haben wir unsere Zähne auch noch geschnitten für unseren Burger. Direkt beide Scheiben geschnitten. Ja, und damit sind jetzt wirklich die Vorbereitungen fertig und jetzt können wir in den Grill gehen. Der Käse hier kommt natürlich, den können wir mit auf die Patties schmeißen, der darf schon mal ein bisschen vorschmelzen dann. Aber das da kommt erst später drauf. So, der Grill ist vorgeheizt. Wer mich kennt, weiß, da ist eine Gussplansche drin. Und die ist jetzt heiß und da wandern jetzt unsere Patties drauf. Hier nehmen wir uns mal. Und die dürfen jetzt erstmal schön Röstaromen kriegen. Und wenn die dann soweit sind, dann kommen unsere Buns noch drauf. Da seht ihr aber alles. Die dürfen jetzt erstmal schön Kruste kriegen. So, unsere Patties dürften jetzt auf der ersten Seite auch schon schön Kruste gekriegt haben. Wuppa, die legen wir uns dann mal ein Stück weiter hinten hin. Oh ja, die sehen gut aus. Schöne Kruste. Und jetzt können wir hingehen und können einfach hier unseren Käse, den wir noch haben, das bisschen schon mal drauflegen. Dann darf der wenigstens da schon mal ein bisschen mitschmelzen. Und wir toasten uns dann direkt gerade unsere Burger Buns noch mit an. Dann sind die auch schon erledigt. Ja, und dann geht es gleich zum Zusammenbauen. So, wie ihr seht, haben wir unsere Burger Buns, eins ein bisschen dunkel und eins ein bisschen hell werden lassen. Zusammen passt, oder? Nein, Quatsch. Sind beide ein bisschen grenzwertig. Das hätte ein bisschen länger, das hätte ein bisschen kürzer, aber ist alles okay. Jetzt fangen wir an mit Zusammenbauen. Unsere Patties sind gerade noch auf unserer Plansche, sind aber jeden Moment fertig. Deswegen können wir hier schon mal anfangen und geben unten auf den Boden erstmal Mayonnaise. Dann nehmen wir unser Salat und dann tun wir uns auch die Mayonnaise gerade mit dem Salat so ein bisschen verteilen. Den Alibi-Salat, ne? Kennt ihr ja. So, und jetzt kommen auch schon unsere Patties drauf. Die holen wir jetzt direkt mal runter. Nummer 1 und Nummer 2. Und die haben eine mega geile Kruste halt bekommen, muss ich sagen, oder? Sieht geil aus. So, jetzt geht's weiter. Da kommen jetzt unsere Zähne drauf. So, dann kommen hier unsere Gurkenscheiben. Das wird nämlich eine Zunge. Ah, wir machen es andersrum. Ha, wir machen die Zunge unten hin.
machen den Käse oben drauf, dann haben wir die Zunge unten drunter. Jetzt kommt hier unser Ketchup drüber. Der darf hier vorne gern so ein bisschen runterlaufen, als wenn das Blut wäre oder so. Kinder stehen ja auf Ketchup. Dann, je nach Wunsch, ob oder ob nicht, kommen jetzt hier noch ein paar Zwiebeln drauf. Meine Kinder sind so ein bisschen, kommen nach mir. Lieben auch ein bisschen Zwiebeln. Und jetzt kommt der Deckel drauf und dann geht es mit dem Zusammenbauen auch noch weiter. Jetzt haben wir hier unsere Oliven. Da kommt jetzt hier ein bisschen Senf mit rein. Und dann nehmen wir uns schon mal hier einen unserer Spieße. Spießen hier unsere Olive auf. Und dann nehmen wir uns unsere Augenbraue und versuchen die hier oben noch so ein bisschen drüber zu stechen, ohne sie kaputt zu machen. Und dann haben wir das erste Auge schon fertig. Und ich mache jetzt noch die anderen Augen und dann sehen wir das fertige Produkt. Und hier sind unsere Halloween Monster Burger. Ich muss sagen, die sehen cool aus. Wir machen jetzt noch ein paar schöne Bilder, dass ihr das auch besser seht. Und dann müssen wir das Ganze auch gleich noch probieren. Ja, sehen wir gleich. So, fertig sind unsere Halloween-Burger. Ich würde sagen, ich probiere die heute mal nicht. Ich lasse meine Kiddies probieren. Die dürfen entscheiden, wie es schmeckt. Ich denke, da kann nicht viel verkehrt dran sein. Ein schönen Cheeseburger, ein bisschen in diesem Look. Ich glaube, das macht das Ganze noch ein bisschen besser für die Kiddies. Die müssen ja die Oliven noch nicht essen, wenn sie es nicht wollen. Reine Deko. Ich würde sagen, ihr schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, wie ihr die Idee findet, wie das aussieht. Ich habe das gesehen in irgendeinem Heft und habe mir gedacht, geile Idee. Machen wir auch mal nach. Ist einfach, ist kein Riesenaufwand und sieht geil aus. Also, ab in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wenn ihr es gut fandet, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr solche Rezepte nicht mehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept und dann probieren wir das Ganze auch wieder. Euer Markus von Barbecue Culture und tschüss, ich bringe das jetzt meinen Kiddies. Ha!